Moin, Freunde gepflegter Rockmusik. Herzlich willkommen im kleinen Rockarchiv. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank dafür. Heute geht's nach Schweden. Das Album ist tatsächlich aus dem letzten Jahr. Heißt For the Restless, ist von der Band Capricorn. Nicht zu verwechseln mit den deutschen Capricorn, Heavy Metal Band. Könnte ich auch irgendwie mal vorstellen. Das Debüt war auch geil. Hier haben wir es halt mit dem zweiten Album einer jungen Band aus Schweden zu tun, die ganz straighten Rock machen. Hier habt ihr mal das Cover. Schick. Da sind die Jungs mal zu sehen. Kleines Booklet, nicht viel drin, macht aber auch nichts. Kommt ja auch die Mucke an. So, bei Wild Kingdom, einem kleinen Label, ist das Ganze dann auch als CD erschienen. Und wenn das Ding nicht nur 30 Minuten lang wäre, wäre es auch in meinen Top-CDs des letzten Jahres drin gewesen. Denn musikalisch ist das einfach klasse. Ich finde ja eigentlich immer, dass ein guter 3-Minuten-Song geiler ist als ein langweiliger 8-, 9-, 10-Minuten-Song. Was ja so manche Bands heutzutage gerne, glaube ich, machen zu müssen. Trotzdem hätte ich mir da wirklich gewünscht, entweder noch so ein, zwei Songs mehr oder so ein bisschen länger, weil das sind abwechslungsreiche, straighte Rocksongs mit durchaus amerikanischer Prägung. Das macht einfach Freude. Das macht Spaß. Also wer so irgendwo zwischen Bob Seger, Tom Petty, Jackson Browne, Southside Johnny and the Asbury Jukes oder sowas ist. Ich glaube, in irgendeiner Rezension wurden auch die genannt. Das trifft es auch ganz gut. Da ist Tempo drin, da ist Gefühl drin, da ist Melodie drin. Mit dem Album macht man einfach nichts falsch. Es macht furchtbar viel Freude, wie ich finde. Beim großen Versandhändler mit A ist es auch zu einem nicht ganz Vollpreis gelistet. Das macht das ein bisschen attraktiver, finde ich. Ich verlinke euch was dazu. Hört einfach mal rein. Tolle Songs. Und in diesem Sinne, Capricorn for the Restless. Rock on!